Erster Fan-Talk, der erste Fan-Talk, du und ich, hier, ich spreche langsam. Große, ja. Ja. Gott sei Dank habe ich das ja schon hinter mir. Warum, du bist so kleine? Gleb Kalarasch hat das gesagt. SC Magdeburg und MDR Sachsen-Anhalt mit den traditionellen Fan-Talks nach den Spielen des SC Magdeburg. Heute gab es einen knappen, umkämpften, unglaublich spannenden, aber sehr, sehr befriedigenden Heimsieg des SC Magdeburg. Siegerbier, darfst du das trinken? Nein, danke. Jetzt musst du warten ein bisschen. Ne? Was, du musst was? Ich muss jetzt warten ein bisschen. Dann. Warum warten? Ah, dann ganz ruhig meine Körper und dann ein Bier trinken. Du musst deinen Körper beruhigen und dann ein Hektoliter Bier dann trinken. Und wo wir bei Hektoliter Bier sind, muss ich eine Frage stellen. Die Mannschaft war, bevor wir zum Spiel kommen, und ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn wir jetzt darüber sprechen. Die Mannschaft war nämlich ja am vergangenen Wochenende beim Oktoberfest. Ja? Und da war zum Beispiel die Familie von Piotr auch mit. Schwester und Frau, Mutti, alle waren da. Und du warst zu Hause und hast Kinderdienst gemacht. Stimmt, du hast zu Hause Kinderdienst gemacht, stimmt das? Ich bin zu Hause Montag, Dienstag ich war da mit Kindern und Samstag ich war auch da. Ja? Ach so, also du warst doch auf dem Oktoberfest? Zweimal zum Spaß und nein, ich bin Kinder, mit Kindern. Okay, das ist aber großartig, oder? Mit ganzen Familienfrauen gehen konnten, ist er zu Hause geblieben und hat die Kinder gehütet. Wie großartig. Ich habe ja gedacht, du warst gar nicht, aber du bist dann dafür als Ausgleich zweimal noch gegangen. Ist ja super. So, wie war die Stimmung in der Kabine? Ja, wir sehr zufrieden, da wir gewonnen. Das war nicht die gute erste Halbzeit. Wir haben so zu viele Fehler gemacht, speziell im Gegenstoß. Aber zweite Halbzeit, wir kämpfen sehr, sehr gut und am Ende wir gewonnen 2 Punkte. Das ist. Gab es eine Erklärung in der Halbzeitpause schon, wie diese Fehler in den ersten 30 Minuten zustande kamen? Fangfehler, Abspielfehler, zu schnelle Abschlüsse, was war da los mit euch? Weiß nicht, aber wir wissen, dass wir am Ende der ersten Halbzeit wir spielen besser. Wir haben unentschieden am Ende und dann wir wissen, dass in der zweiten Halbzeit mussten gewonnen. Und dann wie macht? Ich habe Benno. Also ich meine, du bist jetzt einer von den Neuen, die in unsere Mannschaft eingearbeitet werden müssen. Du musst dich an die Bundesliga nochmal gewöhnen, du musst dich an diesen Verein gewöhnen und so weiter. Ist es sehr hart? Nein, ich bin professionell, so ich weiß. Wer ist dieses wichtige Spiel? Ich bin Champions League auch, weiß nicht, 5 oder 6 Jahre so. Aber hier ist ja jede Woche Champions League. Ja, jede Woche, ja. Ja, das ist richtig, dass hier ist alles Mannschaft war sehr gut und unsere Mannschaft SC Magdeburg ist so gut prepared. Vorbereitet zum jedem Spiel zum gewonnen das. Ich beobachte ja die Spieler, die zu mir in den Fan-Talk kommen, immer ein bisschen genauer. In der ersten Halbzeit gab es speziell zwischen dem Trainer, also Bennett und dir, schon mal die eine oder andere harte Auseinandersetzung. Also er hat 2-3 Mal nach Abwehrfehlern richtig böse mit dir geschimpft. Dann habe ich dich beobachtet, dann stehst du so da. Was geht da so in dir vor? Was sind das dann für Gedanken? Was nicht so große Fall, was einer mit Block ins. Du sollst nicht diskutieren, du sollst mir sagen, was in, was in deinem Kopf los ist. Ich weiß, dass wir kommen besser und besser. Wir spielen unsere Taktik und wir wissen, dass um die Ende, das ist wichtig, zum alle 60 Minuten. Wir müssen machen Fehler, das ist normal. Davon lernt man ja dann auch, ja? Bitte? Davon lernt man auch von den Fehlern, wird man besser. Wenn man Fehler macht, wird man besser, wenn man daraus lernt. Wir müssen halt nicht so viel Fehler wie andere Mannschaft machen. Ja? Ja, weniger machen. Also das Ding ist, ich habe eigentlich nur gedacht, weil ich habe versucht, in deinem Gesicht zu lesen. Ja? Also natürlich passieren Fehler, wir wissen das. Und dann meckert der Trainer draußen, dann steht man so da, 6000 Leute toben. Und da habe ich so gedacht, dass man im Kopf vielleicht auch mal denkt, oh, lass mich in Ruhe. Ah, oh, nein, ich... Ich habe auch in Kielstetal durch den Bayer was sehr warme Junge, so weißt du, der hat auch viele gesprochen und auch macht Spannung. Ja. Also du kannst damit umgehen. Ganz zum Schluss, als es sehr, sehr eng war, beide Mannschaften waren nah beieinander, da ging es immer nur um ein Tor, die Führung wechselte sogar, hast du einen ganz wichtigen Stil gemacht in der Abwehr. Hohes Abspiel, du hast den gefangen. Hast du es geahnt? War das Glück? Hast du in dem Moment gewusst, dass du gerade den Sieg vielleicht auch mit festgehalten hast? Wir wissen, was wir spielen in Unterzahl. Welche Spieler müssen zum
Die Laufwege, wo die alle hinlaufen. Und wir machen nur unsere Taktiken, das was zweimal ein Robert macht, Stil, und dann ich. Und das alle Mannschaft zwei Tore nach Frontweg gehen und dann was sehr wichtig für uns. Ich fand das schön, dass du das gerade noch mit Robert auch gesagt hast, weil beim SC Magdeburg machen nämlich die Großen wichtige Stils und auch die Kleinen. Das war nämlich sehr schön, also bei Robert. Das ist das war toll. Matchwinner, weiß ich nicht, ob mir alle zustimmen, eindeutig heute Yannick, oder? Yannick war sehr, sehr gut, auch Mika, alle Mannschaft war sehr gut. Wir kämpfen heute, das war mehr wichtig für uns, dass wir kämpfen 60 Minuten und am Ende ist gut, dann alle Zuschauer helfen uns und mit unseren 8. Spieler wir gewonnen. Der 8. Spieler seid ihr. Sag mal, jetzt hast du das Oktoberfest gesehen in Magdeburg und diese GTEC Arena. Was gefällt dir noch so an der Stadt? Entschuldigung? Was magst du an Magdeburg noch? Hast du schon was anderes gesehen außer Oktoberfest und der Handballhalle? Ist Wasserbrücke, Elbauenpark. Ich bin da 3 oder 4 Mal. Auch dieser Dom. Dieser Dom? Diese Kathedra. Dieser älteste Dom mit gotischer und romanischer Bauweise. Der schönste Dom Deutschlands. Dieser Dom, den mag er auch. Hurra! Willkommen in Magdeburg! Und jetzt müssen wir noch über den Namen auch mal sprechen, weil wir beide haben es ja schon klar gemacht. Die korrekte Aussprache ist Piotr Chrapkowski. Ja, das ist korrekt. Nicht, warte, Piotr Chrapkowski. Piotr Chrapkowski. Chrapkowski, nicht so lange, nicht so lange. Ach so, Chrapkowski. Chrapkowski. Könnt ihr euch das merken beim Einlauf? Ja, weil ist dir schon aufgefallen, dass in Deutschland heißt es Chrapkowski. Verletzt dich das? Mich habe ich gesagt, Hapa, aber Chrapek, ja. Verletzt dich nicht, wir kommen damit klar und wir arbeiten auch alle dran und irgendwann kriegen es auch alle Fernsehkommentatoren mit, ist ja auch ein schwerer Name. Willkommen in Magdeburg, das sind deine Fans und wir hoffen, dass die Unterstützung weiter so in der Halle wächst und wächst und wächst und dass wir endlich auch mal eine gute Balance hinkriegen zwischen den Zeiten, wo wir mit Toren in Führung liegen oder wo es auch mal hart ist. Das hat es heute gezeigt, wenn man einen Spieler anfeuert nach einem verworfenen 7 Meter, macht er 2 Minuten später ein wichtiges Ding rein. Und daran sollten wir uns immer erinnern, finde ich, kann man an dieser Stelle auch sagen. Das kommt dann auch bei diesen Jungs an. Und jetzt Fotos, Autogramme mit Piotr. Ansonsten sagen sie jedem SC Magdeburg Handball, tolles Ding. Kommt in die Halle, kommt in die Halle, kommt in die Halle. Bis morgen im Radio und... Ihr merkt, nur nette Leute hier in der Mannschaft. Nur nette Leute. Man wird fast niemals veräppelt. Vielen Dank. Wir geben dann ab zur Pressekonferenz. Schön, Mensch. Danke. Ach so, ich gebe das Bier mal an. Kannst du trinken? Nee, ich trinke das nicht. Möchtest du ein Bier? Macht die Kleine ihre Beule?